Na gut, da hauen wir eben den Mediziner hierher. So, seine Kräuter sollten dadurch nicht beschädigt werden. Alles klar. Jo, und gleich können wir unsere Stadt ausbauen. Unsere Burg ausbauen und Hakim befördern. Mist. Da kommt unser Kräutersammler. Da ist wieder genug. Sind wieder genug Tierchen für die Jäger hier unten. Also sind Zebras respawned. Das Gebäude ist fertig. Und da kommt das Geld, was wir brauchen. Für den Ausbau. So. Dann baut das mal schön aus. So, Hakim. Ich werde stets mein Bestes geben in euren Diensten. Und dann fangen wir mit der Produktion von Seife und Besen an. Als nächstes das Lagerhaus ausbauen, wenn wir wieder genug Geld haben. Dafür holen wir uns am besten Leute in die Kirche. Noch etwas mehr Geld zu kriegen. So. Ja gut, für unser Siedlerlimit haben wir noch etwas Platz. So, es geht Leute in die Kirche. Gibt nicht genug Sitzplätze in der Kirche. Das ist eine ziemlich kleine Kirche, wenn da nur 10 Leute hinpassen. Hineinpassen. So, die drei ausbauen. Und ja, Heilkräuter kommen auch langsam an. Alles klar. Sofort. Als nächstes müsste ich eigentlich das Territorium hier erobern, was mir nichts bringt, weil Eisenbiene tot. Jawohl. Ei, verstanden. Verstanden. Schon unterwegs.
Okay, wir haben Haki, also können wir was Gewagtes versuchen. Auf euren Befehl. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Mhm. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. Verstanden. Alles okay. Klar. Auf euren Befehl. Wir können leider keine Räuber übernehmen. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. So, Lagerhaus ist ausgebaut, als nächstes die Kirche. Baron wäre der nächste Titel. Mhm. Wie viel Kräuter brauchen die? 15, also bei der nächsten Lieferung können wir die Kräuter losschicken. Ah ja, die Eisenmine ist tot. Die bringt uns gerade nicht sonderlich viel. Dann rufen wir nochmal die Leute zur Messe. So, der Rest muss draußen warten. Tja, und da können wir halt auch keine Soldaten ausbilden. Ein Karren wurde ausgesandt. Könnt jetzt allerdings Medizin losschicken. Also die Kräuter für die Medizin. So, der kriegt jetzt pro Person noch mal 5 Gold. Das heißt, wir kriegen noch ein bisschen Gold mehr. Dann kommen sie auch hoffentlich, um die Kirche auszubauen. Die Rezeptur ist nicht einfach. Es wird eine Weile dauern. Habt Geduld, bis wir uns wieder bei euch melden. Mhm. Ja, das ist schon Zeit, es ist meine Bestimmung, diesen Titel zu tragen. So ist die Frage, wo könnten wir... Also ja, erstmal die Straße fertig ziehen wäre eine Idee. Die Medizin ist fertig. Mit ihr werden unsere Nachbarn in Imapa wieder zu Kräften kommen. Wir werden sie ihnen sofort zukommen lassen. Ja, nur leider fahrt ihr wahrscheinlich an den Banditen vorbei. So, dann fangen wir mal mit der Honigproduktion an.
Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Oh, unser Steinbruch ist zusammengebrochen. Ah, hier passt noch Eis hin. So. So was. Mein Steinbruch ist erschöpft. Na, auch gut, dann eben so. Steinbruch ist erschöpft. Ja. Und wie man sehen kann... Oh, die sind jetzt Handelspartner. Ist der Karren abgefangen worden. Das heißt, wir müssen uns selber um die Heilkräuter kümmern. Nicht so eng am Stadtrand. Allerdings. Obwohl, so können wir es bauen, so. Ihr habt uns sehr geholfen. Als Zeichen unseres Dankes schicken wir euch einen unserer verehrten Kollegen. Er wird für euch in stillgelegten Minen nach neuen Eisen- und Steinvorkommen suchen. Eine solche Eisenmine findet ihr übrigens nördlich unseres Lagers. Mhm. Wir haben keinen Kontakt mehr zu unseren Nachbarn in dem Dorf Basrima, jenseits der großen Schlucht. Wir sorgen uns um sie, können aber nicht zu ihnen durchdringen, da Banditen den Weg belagern. Also die Banditen sollen wir besiegen, da müssen wir vorher das Territorium einnehmen oder an Eisen zu kommen. Sofort. Schon unterwegs. Und ja, wir haben den Geologen. Das heißt, wir könnten theoretisch unseren Steinbruch nochmal aufbauen. Hätte ihn also gar nicht abreißen brauchen. Hier kommen wir nur weit außen rum hin oder durch das Banditenlager. Und hier oben... Ja, der Steinbruch wäre eigentlich auch nicht schlecht gewesen. Das sind gute Nachrichten. Mit dem Geologen aus Imapa werden wir in der Mine von Eschnea nach einer neuen Eisenader suchen. Lasst uns diese Mine inspizieren. Ja. Alles klar. 250 kostet es, also ich reiß den Steinbruch wieder ab, weil wir haben kein Geld. Es kostet halt immer Geld, den Geologen auszuschicken. Unser Geologe begibt sich zu einem Einsatz. Ja, wir müssen die Banditen besiegen oder ihnen Eisen schon liefern. Unterwegs. Wir liefern Jawohl. Ihnen kein Eisen, wir liefern ihnen kalten Stahl ins Gesicht. Ja, was wir noch machen ist... So, Kühe kümmern. Ich hatte doch gerade ein bisschen grün. So. Und ja, da steht auch ein Geologe rum. Hey. Die Apotheke mal ausbauen. Wieder zur Kollekte rufen. Weil wir brauchen Geld, um das Territorium da oben überhaupt einnehmen zu können. Kaufe ich hier aber das paar Kühe, was du hast, und zwei paar Schafe. Ei! Ei! Den Milchbauern fehlt es an Kühen. Den Schäfer. Schäfer, hier wäre Platz. Wir schaffen beiden. Also ja, da das Jagdwild da drüben ist, baue ich eine hier dahinter. Und eine hier hin. Damit wir
uns einen Weber leisten können. Unser Geologe hat ein neues Rohstoffvorkommen entdeckt.